Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Gestern weiß ich. Ach ja, stimmt. Ach, da haben wir leider gefailt mit dem Hand. Hallo, Misusa, dich begrüße ich mal direkt. Guten Morgen. Wie schön, dass du so früh am Tag schon bester Dinge bist. Träum, ich will plaudern. Heute wird unsere Insel von einer sanften Brise geküsst. Möge sie all unsere Sorgen hinfortwehen. Oh, das hast du schön gesagt. Ja. Was ein kleiner Fail war, ja. Vor allem, weil Renate jetzt da ist. Die wir nicht wollen. Die wir nicht wollen. Ja, genau. Du bist sauer, perfekt. Oh, Gerd ist da, sehr schön. Muss ich noch irgendwas entfernen lassen auf der Insel? Wir gucken mal ganz schnell. Oben links müssten wir noch entfernen. Und wir müssten links noch eine Treppe bauen. Okay. Oh, und wir könnten den Laden vielleicht schon nach rechts setzen. Weil ich war gestern tatsächlich auch noch ein bisschen fleißig. Aber erstmal reden wir kurz mit Mischki. Hallo Mischki. Ich liebe Partys, okay? Aber sitzen ist auch klasse. Also ist das hier eine Sitzparty? Yeah, cool. Cool, 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 cool. Denn, wir haben jetzt hier, hier werde ich das, den Stadtnamen hinmachen, so eine Art Ortsschild. Hier ist nämlich der Eingang. Hier habe ich schon mal so ein bisschen den Weg angepasst. Also, wie er verlaufen soll. Hier soll ein kleines Haus hin. Wahrscheinlich müssen wir das hier noch ein bisschen weiter nach links setzen. Wegen dem Laden. Aber den Laden, den können wir eigentlich direkt mal platzieren. Umplatzieren. Wie viel Geld habe ich? Ich habe genug. Perfekt, perfekt. Dann gehen wir mal kurz rein hier. Ich nacki dai. Wir gehen aber hier dran, damit ich meine Meilen bekomme. Das sind nämlich mittlerweile wichtig. 300. Perfekt. Nö, sonst will ich nichts. Danke. Gestern hatte ich einen Rübenpreis von 540. Das habe ich natürlich direkt ausgenutzt, weil ich habe mir ja so viele Rüben gekauft. Hust keine. Ich habe nämlich einfach Leute auf meine Insel gelassen, ne, auf so einen Discord-Server. Und die haben mir dann immer 100.000 Sternis gegeben dafür, dass sie bei mir die Rüben verkaufen konnten. Genau, dadurch habe ich auch wieder 2 Millionen gemacht. Perfekt, ne? Habe ich mal wieder keine Ausgaben gehabt. Position ändern. Ich möchte gerne den Laden. Genau, ein neuer Geschäftsstandort. Ja, bitte. Nepp und Schlepp. Ja, ja, frag mal die beiden. Ich hoffe, Schlepp kommt und nicht Nepp. Ach, Mann. Hallo, Schlepp. Zufrieden mit dem Umzugsvorschlag von Moritz? Klar doch, Moritz findet bestimmt den besten Standort aller Zeiten für unser Geschäft. Juhu. Super. Super, super. Ha, ja. Verlass dich auf mich. So, hätten wir das ja auch schon wieder geklärt. So, Moritz, der Plan steht. Heute Abend kommt außerdem der Sternenhimmel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe dieses Mal auch ein cooles Rezept. Infrastruktur. Brücke, Aufgänge. Ich glaube, ich baue einfach jetzt erstmal hier einen Aufgang, würde ich sagen. Ja. Und zwar, wir wollen so ein Backsteintreppe. Und ob. Super. Dann stellen wir die beiden Sachen auf. Genau. Ja, wir gucken mal hier in die Kiste rein. Ein Setzling, den nehme ich jetzt auch mal rein. Raus. Karton wieder dabei. Und hatten wir echt. Einmal hatten wir Glück mit der Fundgruppe, aber sonst. Nie. Nie. Okay, setzen wir erst den Laden. So. Hier ist nämlich dann das Haus vom Wächter. Zurzeit ist es Jesse, aber Jesse soll ja noch von der Insel verschwinden. So, gucken wir mal, ob es hier hinpasst. Der Laden. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken.
Das Haus hätte hier keinen Platz. Das heißt, wir müssen den Laden wahrscheinlich hier machen. Wir gucken nochmal nach rechts eben. Hier wäre dann... Ja, gut. Hier müsste es dann passen. Wo stand ich hier, ne? Warte, ich stelle mich sicherheitshalber hier hin. Sicher ist sicher, Leute. Ja. Ja, hier ist gut. Super. Supi, supi. Dann haben wir hier rechts noch Platz für das andere Häuschen. Dann wird es hier hochgehen. Dann müsste ich den Weg... vielleicht machen wir dann das da hinten ein bisschen weiter nach links. Damit es dann perfekt ist. Was war hier denn nochmal? War hier vorher der Laden? Ja, ne? Ich glaube schon. Könnt ihr hinhauen. Genau, das hätten wir auf jeden Fall schon mal. Super. Dann, ach ja, stimmt, wir können ja auch noch eben das Rezept. Oh, da ist Jesse. Ah, ne, nicht mit einer Angel. Oh. Nee, ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte dich schlagen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dein Make-up ruiniert habe. Ich hoffe, es gefällt dir jetzt besser. Okay, hier ist nichts. Nichts, 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 ey. Da ist so eine Kakerlake. Was macht ihr denn hier unten? Ach komm, nehme ich mal mit. Hallo, du Schwimmkäfer. Hier unten bist du natürlich gut aufgehoben. Ah, hier ist es schon. Perfekt. Gestern war auch Gulliver da. Den habe ich dann auch gerettet. Glaube ich? Ich glaube. Ja, ich glaube. Bierenschrank, super. Ich habe gestern auch noch 5 Meilen-Tickets bekommen. Fand ich sehr, sehr nett. Ja. Hätte ja nicht machen müssen, aber habe ich bekommen. Und wir gucken gleich auch mal in der Schneiderei, ob man irgendwie von Freunden die Designs ansehen kann. Weil Sam hat uns ein schönes Ortsschild gemacht. Für Fair. Nee, warte, wie habe ich es jetzt genannt? Fairy Bell. Fairy Bell nennen wir. Damit es da schön drauf passt. Und ja. Oh Gott, Lukas. Oh, ich wollte dich nicht anlabern. Oh Gott. Wieso winkst du? Sind wir etwa Freunde? Ne, ich will mit dir nicht befreundet sein, Lukas. Tut mir leid, Lukas. Ey, ich bin da kein Freund von. Kannst du das bitte lassen? Nee, kann ich nicht. Super, der ist sauer. Perfekt. So, Pamela. Kannst du mal endlich abhauen? Oh. Wo sind die? Okay, wir gehen mal kurz in den Laden rein und gucken, was wir kaufen können. Okay, oh, schon wieder diese Boxecke. Was ist das? Ein Fischbootflagge. Ja, nehme ich mal. Oh, ich hatte die, glaube ich. Ich hätte die schon gehabt. Aber von dem Schritt brauche ich auch nichts. Bitte überreicht euch von dem Angebot hier immer. Muss man echt immer auf Assis erwarten und, ne? Dann erst kaufen. Dann erst kaufen. Leute, ich war außerdem heute schon joggen. Um 5 bis 6:30 circa. War sehr, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hab gestern auch schon relativ früh geschlafen. Ich glaube so um 19.30 Uhr hatte ich schon die Äuglein zu. Ja, 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 Leute. Ja, so schnell geht das. Wir könnten jetzt einige Tage anfangen, hier die Stadt hier zu bauen. Also zu designen und also, ne, schöner zu machen. Mit Deko-Elementen und sowas. Jo, machen wir dann die Tage. Die Tage. Oh, Blazer habe ich glaube ich schon. Heldinnenkleid. Oh, das haben wir wahrscheinlich, das haben wir tatsächlich glaube ich noch nicht. Oh, die sehen aber nicht schön aus. Ne. Nehmen wir sowas. Und so eine Heldenmaske.
Schuhe sind wie immer nicht so schön. Ja, achso, ich wollte ja hier beim Terminal gucken. Ja, hallo. Boah, ich habe was Komisches geträumt, dass ich zur Schule bin, ja? Also, ich habe meine Eltern gefragt, Mama, wann muss ich eigentlich wieder in die Schule? Wann haben die Schulen denn wieder offen? Sie so, sie weiß es nicht. Du kannst ja morgen mal zur Schule gehen, vielleicht haben sie ja wieder offen. Okay, dann war ich in der Schule, ja? okay, ich glaube, so geht's nicht. Okay, ich brauche, glaube ich, die ID. Ich brauche eine ID, okay. Muss Sam die hochladen. Ja, dann bin ich zur Schule, dann traf ich da meine Englischlehrerin von der, von der Zweitschule, also vom Gymnasium. Dann habe ich die dann gefragt, seit wann ist die Schule denn schon offen? Ah, die Schule ist schon die ganze Zeit offen. Von 130 Schülern fehlten nur 10. Und du gehörtest dazu. Oh, okay. Dann bin ich zu meiner Klasse, die war komischerweise draußen. Ja, ich habe keine Ahnung, was die draußen gemacht hat. Die Lehrerin war dann auch draußen. Habe ich keine Gießkanne mehr? Nö. Ich glaube, ich muss eine Gießkanne kaufen. Ja, dann war ich, wie gesagt, draußen, ja. Dann bin ich, dann stand ich da auch im Kreis. Wir standen irgendwie alle im Kreis herum. Ich frage mich nicht, wieso. Es war richtig komisch. Dann habe ich zu meinen Freunden rüber geguckt. Ja, und die haben mich dann irgendwie eiskalt ignoriert. Ich weiß auch nicht, die habe ich nicht einmal angeschaut oder so. Als ob ich irgendwie eine komplett fremde Person war. Nur weil ich jetzt, keine Ahnung, 3 Monate dann vielleicht nicht in der Schule war. Das war richtig, richtig strange, Leute. Ja, vor allem die hatten dann alle komplett fettige Haare, ja. Also, die haben gar nichts gemacht, ja. Das, es war schon seltsam. Es war wirklich seltsam. So, auf einer anderen, ah, ist Rainer da? Nee. Wir haben hier ein Gemälde, das geben wir dann nächstes Mal ab, wenn Rainer nochmal da war. Der hat es nämlich doppelt. Der Jan hatte es doppelt und hat es mir dann gegeben. Habe ich gesagt, okay. Okay, Fundsache hebe ich nicht auf. Ich habe immer Angst, dass da was Böses drunter ist. So. Das kommt weg. Weg, 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 weg. Das könnten wir hier eigentlich auch alles mal aufheben. So. Hier sind... Oh, hier ist auch eine neue Pflanze hingekommen. Sam hat nämlich auch gestern noch alle Blumen gegossen. Fand ich sehr nett. Nur deswegen sind die jetzt ein bisschen... Bisschen gewachsen, würde ich sagen. Würde ich sagen. So. Aha, Mischki. Ja. Gut. Oh, da hinten ist ein Ballon. Hier. Peng, peng, peng. Und aufmachen, boah, haben wir viele Möbel dabei. Protein-Shake-Set. Oh Gott, ey. Das hat die Welt gebraucht. Das hat die Welt gebraucht. Dann gehen wir mal hier nach Hause und bringen mal eben die Sachen weg. Ach schön, wir wollten noch den Aufgang platzieren. Ich bin ein bisschen müde, Leute. Auch wenn ich richtig lang geschlafen habe. Wenn ich überlege, von 7:30 bis 4:59 Uhr. Ja, 5 Stunden. 4. Ich habe 9,5 Stunden geschlafen. Das ist echt viel. Wirklich. So viel habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Das war auch irgendwie schön. Aber ich hatte auch leichte Kopfschmerzen, deswegen war ich zu früh im Bett. Oh, hier sind 5 Meilen-Tickets, von denen ich geredet habe. Ich glaube, wir haben noch richtig viele Fossilien hier im Inventar. Da, ja, haben wir richtig viele. 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8 und 9. 9 Stück. Muss mal gucken, ne, wenn ich nächsten Monat umziehe, wie das mit den Videos wird. Vielleicht muss ich irgendein Projekt starten und dann komplett vorproduzieren, für einen Monat vielleicht. damit ich dann im Notfall nicht das Problem habe, dass ich in der neuen Wohnung noch kein Internet habe und ich nichts machen kann für euch. Ja, Mann. Okay. So, hier kommt die Wand auf jeden Fall noch hin. Heißt, och, wir brauchen ja wieder unseren Inseldesigner. Bauarbeiten beginnen. Let's do this sheet. Tada! Oh. Alter. Achso, weil das Fluss ist. Hier, Plateau-Lizenz, bitte. Warte mal, ich weiß gerade gar nicht, wo das anfängt. Ich muss nur einmal hier rüber rennen. Also einer ist frei. Und dann direkt links. Also drei dieser Hübekuss-Dinger. Aber ich mach mal eben so frei hier. Einer war frei, genau. Einer war frei, das heißt da so. Düdüdüdüd hier. Nee. Nein. Da. Ach, mal sehen, bitte. Zeig mal her. Nee. Nee. Nope. Nee. Muss ich das ja echt wegmachen? So, so jetzt besser hier. Ja, super, super. Ja, hier ist gut. Sehr schön. So, hier, ich gebe dir auch noch Geld. Guck mal, so nett bin ich wieder. Bin immer nett. Hier, bitteschön. Aber ja. Ah. Geschafft. Super. Sehr, sehr schön. Oh, dann bringen wir mal eben die Sachen weg. Komm, dann kannst du auch mit. Oh, die Sonne scheint so schön hier rein. Hallo Eugen. Hoch? Ja, ja, ja. Ich habe ein paar Fossilien mit. Ich hoffe, da ist etwas für dich dabei. Wir schauen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück. Komm, eins wird doch wohl dabei sein, oder? Oh, nice. Oh, super. Oh mein Gott, da ist was Neues dabei, Leute. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich will etwas stiften. Das und das hier. Bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln, blablabla. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er sagt, wenn das Museum, wenn die Fossilien voll sind. Aber wir gucken uns mal eben das Bild an. Das ist echt schön gewesen. So, Cleopatra, du bist nicht gemeint, ne? Du bist nämlich nicht so schön. Ach, das war gar nicht Cleopatra, glaube ich. Das war die andere. Hallo Rüdiger. Oh, ist das Bild groß. Feierlich Gemälde. Las Meninas. Diego Valaquy. Um 1656 Öl auf einem Leinwand. Valaquy, der am spanischen Hofe diente, lehrt uns mit diesem berühmten Werk etwas über Perspektive.
Es zeigte eine junge Königstochter mit ihren Höffräulein. Der Künstler selbst ist links zu sehen. Der König und die Königin sind in dem Spiegel zu erkennen, der sich rechts vom Künstler befindet. Wir betrachten das Geschehen demnach aus dem Augen des Königspaares, welches sich malen lässt. Okay, cool. Sieht echt wunderschön aus. Können wir auch gleich mal hier ein Andenken schießen, ne? So, bitteschön. So. Sehr hübsch. Sehr hübsch hier. So, tschüss, Rüdiger. Ich bitte zieh aus. Danke. Danke, danke. Ja. Ne? Dann hätten wir ein neues Teil. Okay, komm, Leute. Leute, wir schauen mal hier kurz rein, wie viele uns jetzt noch fehlen. Ich glaube nur noch zwei. Ich glaube nur noch zwei. Mich interessiert eins. Eins fehlt uns da rechts. Eins, eins, eins. Düt, hier ist alles. Hier fehlt der Kopf. Zwei. Zwei, zwei, zwei. Dann haben wir auch komplett. Zwei. Und brauche ich echt nur drei? Drei. Okay, wir brauchen also noch drei Stück. Ja, morgen kümmern wir uns um links. Um links unten, um die Stadt, glaube ich. Oder übermorgen, mal gucken. Und rechts verschiebe ich jetzt einfach mal weiter. Jeden Tag ein Haus weiter. So, links müssen wir morgen ein bisschen Gärten und sowas machen. Mal schauen, wie wir es machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.